Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Heute geht's mir wieder richtig gut. Ich bin richtig fit. Und ja, ich packe jetzt gerade meine Sachen, ziehe mich gerade um, weil heute laufen wir einen kleinen Track. Da oben hin irgendwo. Nichts Besonderes. Aber ich nehme auf jeden Fall mal mit. Soll ein paar schöne Sachen geben zum Fotografieren auch. Und man hat eine schöne Aussicht auf den Berg hier. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Wir sind in dem Camp angekommen und schaut euch mal an, wie wunderschön es hier ist. Und da hinten hat man natürlich wieder die Berge am Start. Sieht von hier noch viel gewaltiger aus, wie von da unten. Wir haben jetzt gerade hier noch schön eine Teepause gemacht, bei dem Häuschen. Und ja, ich habe noch eine Timelapse gemacht. Und jetzt geht es auch schon wieder zurück, runter. Ja, und dann heißt es wieder chillen und Videos schneiden. Habt ihr schon mal so einen verrückten Baum gesehen? Schaut mal, die ganzen Wurzeln sind draußen und da ist auch noch ein Stein in der Mitte drin und der lebt noch. Also der hat noch grüne Äste. Schon krass, was die Natur alles so kann. Ja, und wir sind jetzt gleich wieder zurück. Wir sind schon, der Rückweg dauert nicht so lange. Vielleicht dreiviertel Stunde oder so. Hier kurz den Weg runtergerannt. Alle Guides sitzen da vorne und ruhen sich aus, solange ich die Bilder gemacht habe. Zurück im Paradies und ich habe mir gerade Tuck-Kekse gegönnt und eine Pepsi. Mega der Luxus hier oben auf jeden Fall. Ja, und jetzt habe ich mir gerade was zu essen bestellt, Mittagessen. Und ja, jetzt ziehe ich mich kurz um, ziehe mal die schweren Schuhe hier aus. Ich muss sie ein bisschen einlaufen. Am rechten Fuß kriege ich immer noch Blasen von denen. Das ist ein bisschen blöd. Aber wird schon, wenn ich die jetzt noch ein paar Mal anziehe, sollte das klappen. Mal wieder was Gescheites zum Essen. Eine Knorr-Hähnchen-Gemüsesuppe. Endlich mal wieder Instant-Nudeln. Huhuhu. Hab hier neuen Kumpel kennengelernt im Fairy Meadows und wir genießen hier zusammen die Aussicht auf den Nanga Parbat. Ist echt ganz chillig hier oben. Und ja, gefällt's dir? Schon schön, gell? Oh ja. So süß, die kleinen Ziegen hier. Die sind so zutraulich. Die laufen auch gar nicht von einem weg. Also ein paar von den ganzen. Gell? Ja. Was macht man in Pakistan, wenn man keinen Strom mehr hat? Richtig, man muss hier den Fluss reparieren, dass wieder genug Wasser durch die Turbine geht, weil das läuft nämlich alles da hinten runter in den anderen Fluss. Und ja, die reparieren das jetzt hier gerade, weil da Löcher drin sind. Und ja, dann schauen wir mal, ob das klappt. Hallo. Hallo. Die haben jetzt einen kleinen Staudamm gebaut, dass das Wasser jetzt hier lang läuft und nicht da lang. Weil da hinten irgendwo ist der Generator, der den Strom erzeugt. Und umso mehr Wasser da lang geht, desto mehr Strom gibt es dann nachher für uns. Hallo. Hi. Jetzt wird aufgemacht und ja, Mann, jetzt kommt das ganze Wasser hier durch. Und da hinten geht es ins Fallrohr rein. Und schaut mal, das Fallrohr geht dann hier so runter. Und da unten ist dann die Turbine. Und jetzt kommt da wieder richtig, richtig viel Wasser durch. Das heißt, wir haben wieder fett Strom. Endlich kann ich wieder Videos schneiden. Power. How much? 3.5. 3.5. Better. Better. Und hier
geht der Strom dann runter in die City. Wir machen hier gerade eine Selfie-Session. Also zehn Ecken. Überall. Aber jetzt startet das Video. Hallo. Ja, und wir haben jetzt bestimmt schon 100 Bilder gemacht in einer halben Stunde. Wir sitzen hier die ganze Zeit. Hinter. So süß, die ganzen Einheimischen noch kurz Selfies mit mir gemacht, weil heute ja mein letzter Tag hier ist. Und jetzt laufe ich gerade rüber zu einem anderen Hotel. Da hat mich nämlich jemand zum Abendessen eingeladen. Er hat mich zum Essen eingeladen von einem anderen Hotel. Richtig, richtig cool. Und er hat richtig lecker gekocht. Schaut euch mal das an. Im Gegensatz zu dem anderen Hotel ist das schon 1A. Richtig, richtig lecker. Wow. Jetzt essen wir alle zusammen. Wow, richtig, richtig cool. Und schaut mal. Is it chicken? Ja, das ist chicken. Nice. Es gab mal wieder Chicken Karai und der vom Nachbarhotel, der hat mich einfach eingeladen. Richtig cool von dem. Der kam heute hier vorbeigelaufen, hat ewig mit ihm geredet und dass er schon voll lang keine Touristen mehr gesehen hat. Und ja, er wollte einfach wieder sein Englisch aufbessern. Jetzt habe ich ihm noch meine E-Mail-Adresse gegeben, falls ich nächstes Jahr wiederkomme, dass ich ihm schreiben kann. Der war echt richtig cool. Ja, und jetzt habe ich gerade meine Kamerasachen hier rausgezogen. Ich werde nämlich heute Nacht auf eine kleine Sternenmission gehen. Es ist nämlich verdammt klarer Himmel. Keine einzige Wolke am Himmel. Und es ist 8 Uhr abends und wir sehen schon so viele Sterne. Das heißt, es kann nur gut werden. Freut euch auf eine kleine Sterne-Timelapse, nachdem ich dieses Video beendet habe. Und ja, ich würde sagen, Leute, das war's dann auch schon für heute. Und dann sieht man sich morgen wieder. Morgen geht es nämlich endlich wieder zurück, runter von diesem wundervollen Platz. Und ja, dann treffe ich meinem Vater seinen Kumpel, mit dem der immer in Pakistan unterwegs war. Und ja, bin ich mal gespannt, wie der so drauf ist. Und dann fahren wir auch ins Nanga Parbat Base Camp auf die andere Seite dieses Berges. Also, Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Timelapse, die gleich kommt, gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr sie scheiße findet, gebt mir einen Daumen nach unten. Ja, und schaltet auch morgen wieder ein. Bis dann. Ciao.